habe ich dich. Hallo und willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal dieses Brettspiel von Ghostbuster vorstellen, von 1989. Cool, oder? Mal gucken, ob da noch alles drin ist und so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Packen wir das Ganze mal aus und gucken gleich weiter. So sieht das dann fertig aufgebaut aus. Ihr könnt das mit insgesamt 4 Spielern spielen. Die 4 bekannten Charaktere sind auch dabei. Peter, Ray, Winston und Egon. Hier geht das dann gleich los. Gespielt wird das folgendermaßen. Ihr habt hier einen Würfel und einen Totenkopf. Derjenige, der an der Reihe ist, muss einmal würfeln. 2. 1, 2, muss einmal dann hier an diesem Drehrad drehen, würde jetzt eine Karte bekommen, so eine Geisterkarte, die sind ganz wichtig, sind auch ganz nett anzuschauen. Oder eine angeschmiert Karte, wenn er auf dieses Feld kommen würde. Das ist so eine Art Bonuskarte. Das heißt, wenn ihr auf so einen Blitz kommen würdet, dann könntet ihr die einsetzen. Oder ganz blöde Aktion ist, wenn ihr hier drauf kommen solltet. Du verlierst einen Geist. Dann musst du einen Geist abgeben. Aber du kannst ja auch, oder ihr könnt auch eine angeschmiert Karte haben, falls ihr schon eine haben solltet, einsetzen. Die Geisterkarten sind übrigens dazu da, um durch die folgenden Zonen zu kommen. Hier bräuchtet ihr zum Beispiel eine. Nachdem der Mitspieler die Aktion ausgeführt hat, muss er noch diesen kleinen Totenkopf hier oben durch diese Geisterfalle jagen. Der Totenkopf kommt immer rein zufällig raus. Jetzt wird er auf der anderen Seite rauskommen. Und wenn ihr jetzt hier auf einen von diesen roten Feldern stehen würdet, wird das ganz schlecht. Dann müsstet ihr nämlich wieder von vorne anfangen. Hier sind überall diese Totenkopffelder. Hier würde zum Beispiel die Axt runterkommen. Bei der nächsten Stage, wenn ihr hier drauf stehen solltet, würdet ihr umkippen. Hier passiert nichts. In der letzten Mission, wenn ihr hier stehen solltet, würde der Affe euch anspringen. Oder hier ist das Ende. Hier wäre das auch ganz gefährlich. Hier wird der Totenkopf hier unten rauskommen und ihr müsstet wieder von vorne anfangen. Und die Geisterkarten, die ihr braucht, steht immer hier vorne drauf. Hier würdet ihr zum Beispiel 4 brauchen. Hier 3. Und hier 2. Kommen wir jetzt zu den interaktiven Spielelementen. Was würde passieren, wenn ihr den Ghost hier oben durch die Falle jagen würdet? Würde er unterschiedlich rauskommen? Ich mache das mal auf meine Art und Weise. Funktion Nummer 1 wäre, er kullert hier runter. Funktion 2 wäre hier diese Funktion. Dann die dritte Funktion. Er würde hier oben rauskommen. Und Funktion Nummer 4 am Anfang. Er würde hier durchkommen. Und das Messer würde nach unten knacken. Cool, ne? Funktioniert leider jetzt alles rein zufällig. Darum musste ich das einmal so zeigen. Ich kann euch das immer spielen. Cool, ne? Gewonnen hat übrigens derjenige, der als erstes oben angekommen ist und die Falle schließt. Cool. Naja, das war's dann auch schon wieder für heute. Mein kleines Fazit am Ende ist, für Ghostbuster-Sammler ein kleines Muss. Für alle anderen, so lala. Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Tommy. Und vergesst nicht zu abonnieren.